Spaghetti à la Carbonara. Moin, bist du doof? Doof wieso? Erstmal nimmst du Bacon. Das gibt Mecker. Wieso Mecker? Den Schnitt bist du klein? Ja, das ist bestimmt kein echte Carbonara. Ist doch egal, das meine. So, eine halbe Zwiebel wird klein geschnitten und gewürfelt und das Spaghetti-Wasser habe ich schon aufgesetzt. Jetzt haust du dein Bacon in eine Pfanne und brutzelst das einmal ordentlich an. Und wenn das Wasser gekocht hat, dann haust du die Nudeln da rein und rührst den Speck durch. Ja, ich bin echt gespannt auf die Kommentare. So, wenn der Speck angebrutzelt ist, haust du die Zwiebeln rein. Was für Kommentare denn? Sollen die Leute schreiben, was sie wollen? Das ist meine Carbonara. Und die Nudeln kochen in der Zwischenzeit. So, jetzt nimmst du zwischen Schlagsahne hier so ein komisches Gewürz, ein Ei und ein bisschen Parmesankäse, haust das in die Schüssel, rührst das einmal durch, packst ein bisschen Nudelwasser rein. Und wenn du das fertig hast, sind deine Nudeln auch schon fertig. Abgegossen und dann kommt erstmal der Bacon da rein. Das ist ein schnelles 1. Januar-Essen, wenn du noch einen Kater vom Vortag hast. So. Ich hab eine Katze. Ach du Spinner. So, jetzt haust du deine Dings da rein, da hat Flüssigkeit da, rührst das ordentlich durch, packst es auf den Teller und dann kannst du das auch schon genießen. So, ich hab heute frei gehabt. Genau, fahr jetzt gleich zur Arbeit. Ach so, wenn du richtig viel Bock hast, kannst du da ein bisschen Deko drauf machen. Deko. Ja, Tomaten, Käse, was weiß ich. So, ich muss jetzt los. Grüß deine Nachbarn, mach dir ein schönes Leben. Bis dahin, tschüss.